Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Brocade Tech Lesson. Unser Thema heute ist FCFC Routing, auch als Fiber Channel Routing bekannt. Zunächst möchten wir erklären, was Fiber Channel Routing ist und welche Vorteile die Verwendung von Routing zwischen den Fabrics bietet. FCFC Routing wird auch Fiber Channel Routing genannt. Gemeint ist dabei die Verbindung zweier oder mehrerer Fabrics, ohne diese dabei zu einer Fabric zu mergen. Bei dieser Art der Verbindung bleiben die Fabrics autonom in Hinsicht auf die existierenden Fiber Channel Services, die Switcher und auch die in den Fabrics befindlichen Endgeräte. Die Kommunikation zwischen den Fabrics beschränkt sich auf vorher festgelegte Geräte. So kann FCFC Routing auch als Device Sharing zwischen den Fabrics betrachtet werden. Die Verbindung wird über eine spezielle Art des Zonings, das sogenannte LSAN-Zoning, gesteuert, doch dazu später mehr. Welche Anwendungsbereiche hat Fiber Channel Routing nun? Wie bereits erwähnt, bleiben die Fabrics bei einer Verbindung über FCFC Routing autonom. Das bedeutet natürlich, dass sich Fehlfunktionen oder Probleme in einer Fabrik nicht in die andere Fabrik auswirken können. Aus diesem Grund empfehlen wir auch, bei einer Long-Distance-Verbindung für die Strecken außerhalb des eigenen Rechenzentrums Fiber Channel Routing zu verwenden. Routing kann auch zur administrativen Trennung der Edge-Fabrics genutzt werden. Verschiedene Benutzer im Unternehmen können für eigene SAN-Umgebungen verantwortlich sein, die dennoch bestimmte Geräte wie zum Beispiel Storage-Arrays gemeinsam nutzen. Eine weitere Anwendung für Fiber Channel Routing ist die Migration von MacData Fabrics oder älteren Brocade-Geräten zu neuen 8 oder 16 Gigabit Brocade Fabrics. Darüber hinaus wird diese Routing-Funktionalität auch für die Anbindung einer VCS Ethernet Fabric an ein bestehendes SAN genutzt. In vielen Fällen spielt aber auch die Skalierbarkeit eine Rolle. Eine Fabrik kann schnell sehr groß werden. Dem kann durch eine Abgrenzung bzw. Unterteilung mittels Fiber Channel Routing abgeholfen werden. Schauen wir uns nun an, wie Fiber Channel Routing implementiert werden kann. Seit der 8 Gigabit Switch Generation können größere Switcher und Direktoren auf einzelnen Ports Routing Services zur Verfügung stellen. Dieses Feature ist lizenzpflichtig und benötigt eine sogenannte Integrated Routing Lizenz. Geräte, die Integrated Routing unterstützen, sind der 16 Gigabit 6510 Switch und die 8510-4-8 Chassis, die 8 Gigabit Brocade 5100 und 5300 Switches sowie die DCX und DCX4S Direktoren. Weiterhin der Brocade 7800 Extension Switch. Die 4 Gigabit Generation bietet keine Integrated Routing Möglichkeit. Hier werden spezielle Switche oder Blades benötigt, um Fiber Channel Routing Dienste bereitzustellen. Die Welt des FCFC Routing enthält einige Begriffe, die es in einer reinen Layer 2 SAN Umgebung so nicht gibt, die ich Ihnen im Folgenden aber gerne näher erklären möchte. Auf dem Bild sehen wir drei Fabrics, die sogenannte Backbone Fabric oben und zwei Edge Fabrics. Die Backbone Fabric stellt immer die EX Ports, erweiterte E-Ports mit Routing Funktionalität bereit. Die einfachste Backbone Fabric besteht aus einem Switch, der Integrated Routing Dienste ermöglicht. Es können aber auch komplexe Routing Backbones aufgebaut werden, die aus mehreren Fiber Channel Routern bestehen, welche über normale E-Ports untereinander verbunden sind. Ebenfalls möglich ist eine Kopplung von Edge Fabrics über mehrere Backbone Fabrics, um das aus dem SAN Design bekannte Konzept von redundanten Fabrics umzusetzen. Die Backbone Fabric ist mit einer EX-Port zu E-Port Verbindung an die Edge Fabrics angeschlossen. Diese Verbindungen werden als Inter-Fabric-Link oder kurz IFL bezeichnet. Die Edge-Fabrics wissen dabei nichts über das eigentliche Fiber-Channel-Routing. Die Intelligenz befindet sich in der Backbone-Fabrik. Wichtig im Bereich von Fiber-Channel-Routing sind die Fabric-IDs. Jede Edge-Fabrik hat eine eindeutige Fabric-ID, kurz als FIT bezeichnet, die es dem Routing-Backbone ermöglicht, die einzelnen Edges zu unterscheiden. Der Backbone verfügt ebenfalls über eine Fabric-ID, die Backbone-Fabric-ID. Bei der Verwendung mehrerer Routing-Backbones muss diese Backbone-Fit eindeutig sein. Weitere wichtige Begriffe im Bereich des FCFC-Routings sind die sogenannten Phantom-Domains. Das sind virtuelle Fiber-Channel-Domains, die für den Routing-Prozess benötigt werden. Konfiguriert man einen EX-Port und verbindet ihn zu einem E-Port einer Edge-Fabrik, erscheint in der Edge-Fabrik ein als Front-Domain bezeichneter virtueller Switch, welcher den Fiber-Channel-Router innerhalb der Edge-Fabrik repräsentiert. Sobald ein Device-Sharing über LSAN-Zoning konfiguriert wurde, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, erscheint innerhalb der Edge-Fabrik eine sogenannte Translate-Domain, welche logisch an die Front-Domain angeschlossen ist. Eine Translate-Domain repräsentiert dabei immer genau eine importierte, also geroutete Fabrik. An ihr sind logisch auch die Geräte angeschlossen, welche aus der entfernten Fabrik importiert werden. Schauen wir uns diese Zusammenhänge noch einmal am Beispiel an. Zunächst werden im Routing Backbone die EX-Ports konfiguriert, es erscheint die Front-Domain in der jeweiligen Edge-Fabrik.
Nun wird das sogenannte ELSAN-Zoning konfiguriert. Es handelt sich hierbei um eine normale Zone, die den Präfix ELSAN- erhält und die beiden Worldwide Port Names der Geräte enthält, die über die Fabrics hinweg Daten austauschen sollen. Die ELSAN-Zone muss dafür in beiden Edge Fabrics erstellt werden. Wenn die ELSAN-Zonen erstellt wurden, erkennt der Routing-Backbone das Vorhandensein und Übereinstimmen der Zonen in beiden Edge-Fabrics und präsentiert die Translate-Domain in die beiden Edges. Eine Best-Practice-Empfehlung ist, sich im Vorfeld ein Konzept zu der Nummerierung der Domain-IDs für Front- und Translate-Domains zu erstellen. So kann später leicht erkannt werden, aus welcher Fabrik Geräte importiert werden und zu welchem Routing-Backbone die Domains gehören. Ich möchte Ihnen nun kurz zeigen, wie Fiber Channel Routing auf der CLI und im Brocade Network Advisor konfiguriert wird. Zunächst möchte ich Ihnen auf der CLI zeigen, wie ein EX-Port eingerichtet wird und ein Fiber Channel Router so zwei Edge-Fabrics miteinander verbindet. Diese Konfiguration ist natürlich auch mittels Brocade Web Tools oder Brocade Network Advisor möglich. Als Vorbereitung wurden alle Ports auf den Backbone Switchen, in unserem Fall ein Brocade 6510, dauerhaft abgeschaltet, um einen versehentlichen Fabric Merge der beiden Edge-Fabrics auszuschließen. Im ersten Schritt muss der Fiber Channel Routing Dienst auf dem Switch gestartet werden. Dies geschieht auf der CLI mit dem Befehl fosconfig --enable-fcr. Nun konfigurieren wir die Ports in Richtung der Edge Fabrics. Die Einstellung für den EX-Port muss in unserem Beispiel für zwei Ports erfolgen, einer je Edge Fabrik. Für die erste Edge Fabrik lautet der Befehl port-cfg-ex-port-0 für die Portnummer, -a1 zum Aktivieren eines EX-Ports, -f10 zum Festlegen der Fabrik-ID 10 für die angeschlossene Edge-Fabrik, -m0 für den Brocade-Native-Mode und -d101 zum Setzen der Domain-ID für die Front-Domain. In der zweiten Edge-Fabrik sieht das Kommando ähnlich aus, allerdings bekommt die zweite Edge-Fabrik natürlich eine andere Fabrik-ID. Jetzt können wir die Ports auf dem Backbone-Switch aktivieren. Dies geschieht jeweils mit dem Befehl port-cfg-persistent-enable und Angabe der Portnummer, in unserem Fall 0 und 4. Hier sehen wir, dass nun beide EX-Ports online sind. Auch in den Edge-Fabrics sehen wir nun eine Front-Domain. Bevor wir nun die Konfiguration des ELSAN-Zonings beginnen, legen wir die Domain-IDs der Translate-Domains fest. Hierzu wird der Befehl fcrxlate-config verwendet, der als Parameter die jeweils importierte und exportierte Fabric-ID sowie die dafür zu benutzende Domain-ID erwartet. An diesem Punkt ist die eigentliche Routing-Konfiguration abgeschlossen und das Device-Sharing bzw. ELSAN-Zoning muss konfiguriert werden. Das funktioniert manuell auf der CLI oder den Webtools, indem in jeder Edge-Fabrik die entsprechende ELSAN-Zone angelegt wird. Oder auch wesentlich eleganter mit dem Brocade Network Advisor, der eine Sicht auf alle beteiligten Fabrics bietet. Im Network Advisor sehen wir drei Fabrics: unsere Backbone-Fabrik und auch die beiden Edge-Fabrics mit Initiator und Target. Markiert man die Backbone-Fabrik, wird im Menü der Eintrag Configure, Zoning, ELSAN-Zoning, Device-Sharing aktiv, über den man den Dialog zum ELSAN-Zoning öffnet. Hier legen wir zunächst eine neue Zone durch Klicken auf New Zone an und vergeben einen Namen. Der benötigte Präfix ELSAN- wird durch den BNA automatisch hinzugefügt. Jetzt können wir die Member aus den entsprechenden Edge-Fabrics auswählen und diese der Zone hinzufügen. Durch einen Klick auf Activate kann auch einmal kontrolliert werden, welche Änderungen am Zoning in den Edge-Fabrics durchgeführt werden. Wir bestätigen den Dialog mit OK und die folgende Meldung mit Yes. Jetzt wird durch den Brocade Network Advisor die festgelegte Zonenkonfiguration in den Edge Fabrics angelegt. Damit ist die Konfiguration einer kleinen Fiber Channel Routing Umgebung abgeschlossen und die Geräte können kommunizieren. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Brocade Tech Lesson. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen Einblick in die Möglichkeiten von Fiber Channel Routing geben und Ihnen das Thema anschaulich und verständlich erklären. Sollten Sie noch Fragen zu diesem oder einem anderen Thema haben, können Sie uns gern per E-Mail an techlesson.de@brocade.com kontaktieren.